Ich werde dem Deutschen, der deutschen Übersetzung folgen, wegen der Dauer, die sie immer braucht. Ist sehr schön, wieder zusammenzukommen auf diese Weise. Wenn alle fertig sind, können wir anfangen, weil wir viele Fragen haben, durch die wir durchgehen wollen. Vielleicht sind wir aber eine Minute zu früh, das ist schlecht. Die erste Frage ist, Padmasambhava sagte, obwohl Sichtweise so weit wie der Himmel sein sollte, sollte das Verhalten so fein wie Gerstenmehl sein. Bitte sprecht darüber mehr. Die Sichtweise ist die, dass unser Geist von allem Anfang an leer war und weil alles, was wir haben im Geist, Erfahrung ist, ist also Erfahrung Illusion. Solange wir in dieser Vorstellung von einem Subjekt und Objekt als getrennte Entitäten gefangen sind, werden wir nicht die Möglichkeit haben, diese weite Sicht zu haben. Der gleichen Weise, in der Wolken und Regenbögen am Himmel auftauchen, haben wir selbstbezogene Gedanken, egoistische Gedanken, böse Gedanken, alle möglichen Arten von Gedanken im Geist. Wenn wir in der Mahayana-Art und Weise praktizieren, manifestieren wir am Anfang der Praxis unsere Intention, für das Wohlergehen aller Wesen zu wirken. Während der Praxis halten wir es im Geist präsent, dass diese Praxis alle Wesen in den sechs Daseinsbereichen, alle fühlenden Wesen einschließt. Und am Ende der Praxis widmen wir das Verdienst, das daraus erwächst, dem Wohl aller Wesen. Aber vom Dzogchen-Standpunkt, wenn wir uns gegenüber dem stets offenen Geist gegenüber öffnen wollen, müssen wir herausfinden, dass unser Geist nicht anders ist als der Raum. Wenn wir also sitzen, identifizieren wir uns nicht mit dem, was da auftaucht, ganz gleich, ob das jetzt auf der Subjektseite oder auf der Objektseite erscheint. Wenn wir aber aus der Meditation wieder hervorkommen und sozusagen nach außen gehen, dann liegt unsere Beachtung dort, wo oder was da ersteht. Fokus, der liegt darauf, was für unseren Geist erscheint, wie die präzise Art und Weise ist, wie andere erscheinen, sodass wir auf die präzisen Details, wie sich diese anderen darstellen, eingehen können. Und das ist das, was so fein ist wie eben dieses Gerstenmehl. Wir beachten die Details der Stimmlage, der Haltung, der Gestik und so weiter. Denn diese Dinge zeigen uns, auf welche Weise wir reagieren können. Menschliche Wesen haben zwar den gleichen Grund der Leerheit, aber haben in vielen Leben verschiedene karmische Muster entwickelt, die sie untereinander differenzieren, unterschiedlich machen. Wenn wir aber unser Mitgefühl wirklich präzise sein lassen wollen, dann müssen wir vermeiden, von Annahmen auszugehen, die auf dem Alter, der Ethnie, dem Geschlecht und so weiter der Person basieren. Dann haben wir jetzt hier eine Frage von jemandem, der 30 Jahre Dharma praktiziert hat. Und diese Person leidet unter Gesundheitsproblemen, die mit spezifischen Autoimmunerkrankungen zu tun haben. Und diese betreffen das ganze Nervensystem. Und das macht es für die Person sehr schwierig, zu meditieren oder auch nur überhaupt zu entspannen. Denn die meiste Zeit über ist da im Körper eine Spannung. Das macht das Meditieren schwierig und die Person fühlt sich oft entmutigt.
obgleich sie feststellt, dass es einfacher ist, in einer Gruppe oder in der Gegenwart eines Lamas zu meditieren. Es ist die Meditation ohne ein fixiertes Objekt, das am meisten herausfordernd erscheint. Schmerz, Spannung, das alles sind Erfahrungen. Irgendetwas erscheint für uns. Etwas, was wir nicht gerne haben. Und dann haben wir vielleicht den Gedanken, es wäre besser, wenn es anders wäre. Dann ist es wirklich hart, denn nicht nur haben wir diese Schmerzen, diese Spannung, sondern zusätzlich dazu haben wir auch noch die Irritation gegenüber unserem Leben, wie wir es erfahren. Allgemein würden wir sagen, das ist eine Art karmisches Resultat, indem wir negative Handlungen gegenüber anderen fühlenden Wesen ausgeführt haben, vielleicht fühlenden Wesen Schaden zugefügt haben, stellen wir jetzt fest, dass unser eigener Körper eine Quelle von Schwierigkeiten für uns ist. In der Dzogchen-Sichtweise versuchen wir, die Orientierung auf Nicht-Dualität beizubehalten. Das ist sozusagen Erscheinung und Leerheit. Und hier bedeutet das auch Empfindung und Leerheit. Es ist nicht so, dass diese Empfindung von Schmerz oder Spannung uns etwa der Leerheit oder der Raumhaftigkeit oder der Ruhe beraubt. Das ist etwas, was im Geiste entsteht. Es ist eine Qualität des Geistes. Also bleibe, soweit es möglich ist, bei dem, wie die Empfindungen entstehen und wie sie sich verändern. Jede Empfindung ist eine Bewegung und eine Kommunikation, egal ob das jetzt entlang von Nervenbahnen stattfindet oder sozusagen innerhalb als Reaktion auf die Muskelspannungen. Es ist wichtig, mit der Vergänglichkeit oder Veränderlichkeit der Phänomene zu bleiben. Gestatte also diesen Erfahrungen zu kommen und zu verschwinden. Je mehr wir die Veränderlichkeit sehen können, desto stärker sehen wir auch die Natur, die illusorische Natur dessen, was da kommt, selbst in diesem Kommen. Wir folgen dem mittleren Weg zwischen dem Ergreifen der Phänomene und dem Versuch, sie wegzudrängen. Alles, was erscheint, ist wie eine Illusion. Es ist unser Geist, der verfestigt, der beurteilt, der trennt und der Dinge von positiven oder negativen Wert macht. Je mehr wir also zum Beispiel unsere eigene Atmung als einen dynamischen Prozess wahrnehmen können und wahrnehmen können, wie er sich verändert mit der muskulären Spannung um das Zwerchfell herum oder das Sehen als einen dynamischen Prozess, wo die Muskeln um das Auge herum ihre Spannung verändern, dann können wir unmittelbar sehen, dass ich ein Muster von Bewegung bin, die sich innerhalb einem Feld von Bewegung bewegt. Also ist Empfindung selbst verschwindend, können sie nicht greifen. Was wir festhalten, ist die Idee von der Empfindung, dass es schon wieder dieser Schmerz ist, den ich nicht mag. Wer aber wird von diesem Schmerz gestraft? Ich bin es. Dann müssen wir beobachten, was ist denn eigentlich diese Person, die ich nenne? Mein Körper, meine Stimme, mein Geist, das alles ist Bewegung. Wo ist also diese fixierte Zielscheibe, die scheinbar von diesen verdrießlichen Empfindungen immer wieder getroffen wird? Der zentrale Punkt hier ist, nicht dazu verführt zu werden, zu glauben, dass es sich hier um eine starre Situation, eine unauflösliche Situation handelt.
Also nicht zur Schlussfolgerung zu gelangen, um was es sich denn eigentlich handelt, sondern präzise, aufmerksam gegenüber den Verschiebungen, Veränderungen dessen, wie es ist, zu bleiben. Die nächste Frage ist, wie können wir während unserer täglichen Aktivitäten wie Arbeit oder das Planen die Bewusstheit eines frischen, offenen Geistes bewahren. Die Erfordernisse des normalen Lebens bringen es mit sich, dass wir uns auf Aufgaben, auf das Erreichen der Aufgaben, der Ziele und so weiter konzentrieren, sodass meine Arbeit etwas von Wert hervorbringt, was dann von anderen Leuten beurteilt wird. Wie können wir also mit der Präzision der Aufgabe verweilen, während wir trotzdem offene Bewusstheit aufrechterhalten? Diese Frage beruht auf einem falschen Gegensatz. Die Bewegung ist nicht der Feind der Stille. Was ein Feind der Stille ist, ist das Involviertsein in die Bewegung. Oder auch das Haften an der Bewegung, das ein Greifen und eine Spannung kreiert. Was immer wir tun, dann ist es immer eine Bewegung, auch eine Bewegung des Körpers, die eine Art Gestaltung oder Formung von Mustern unseres Potenzials innerhalb des Feldes der Muster von Potenzialen stattfindet. Du ziehst deine Schuhe an und du ziehst auch dein Hemd an. Aber du machst das nicht in der gleichen Weise. Die Beachtung der präzisen Details des Schuhs und der präzisen Details des Hemdes bringt den Körper zu den entsprechenden Bewegungsmustern. Das ist also sozusagen unser Startpunkt, beziehungsbedingte Koemergenz von Subjekt und Objekt. Innerhalb des Raumes unseres Geistes bewegen sich Subjekt und Objekt immer gemeinsam. Was ist nun Arbeit? Das ist vielleicht involviert das Hingehen zu einem Büro oder in eine Klasse oder in ein Krankenhaus. Und beinhaltet auch das Zusammensein mit Leuten oder mit Maschinen und so weiter. Du hast da irgendeine Intention und irgendeinen Plan, was du denn vorhast zu tun. Aber da das Leben ein dynamischer Prozess ist, sind die Dinge niemals genau so, wie wir uns vorgestellt haben, wie sie sein werden. Der Nutzen der Meditation ist, uns zu helfen, uns aus der Fixiertheit unserer Absichten frei zu machen oder zu entspannen. Wir haben sozusagen den Raum, dem Objekt beizuwohnen oder zu beachten, sodass die Art und Weise, wie unser Potenzial erregt wird, dafür sorgt, dass das bestmögliche Ergebnis hervortritt. Wenn wir das Guru-Yoga von weißen A machen, öffnen wir uns dem Raum gegenüber, in welchem das Subjekt und das Objekt gemeinsam erstehen. Wenn du also die Gepflogenheit entwickelst, das zu tun, wenn du daran gewöhnt bist, dann kannst du in wenigen Minuten aus der Fixiertheit deine Gelagertheit in dir selbst freigesetzt werden. Indem du dich dann aus dieser proaktiven, intentionalen Aktivität entlässt, dann erlaube dir sozusagen in Übereinstimmung mit den spezifischen Details der Situation hervorzutreten. Wenn du zum Beispiel in einem Arbeitstreffen bist, denn dann sind dort vielleicht ein oder mehrere Leute, die dich nicht mögen, dann musst du nicht überrascht sein, dass sie deine Vorschläge angreifen oder herunterspielen.
Wenn Sie sprechen, dann musst du ihnen einen gewissen Raum zubilligen, in dem sich ihre Vorschläge oder ihre Ideen hindurchbewegen können. In diesem Augenblick gibt es Städte, die gerade niedergebombt werden, Leute, die erstochen werden oder erschossen werden. Es gibt Fluten. Es werden auch wieder Waldbrände wieder ausbrechen, sodass die präzisen Details dieses Arbeitsdokuments nicht allzu viel bedeuten. Je besser wir beobachten können, wie wir übermäßig uns mit einer bestimmten Intention identifizieren, desto besser können wir auch wahrnehmen, wie wir es selbst sind, die uns in eine Art Gefängnis stecken. Die nächste Frage heißt, obgleich die Sichtweise nicht allzu weit weg zu sein scheint, stelle ich fest, dass ich nicht so oft mich zum Meditieren hinsetze, wie ich es schon früher getan habe. Sollte ich einen Zeitpunkt festsetzen und mich an ihn halten und mir selbst Erinnerungen schreiben? Meditation, wie wir sie in Dzogchen praktizieren, ist ein unverteidigter Zustand von Offenheit. Wenn du deine Intention oder deine Energie durch Willenskraft mobilisieren musst, dann involviert das eine gewisse Art von Forcierung und dem Versuch, etwas durchzusetzen. Disziplin ist sicherlich nützlich, wenn man zum Beispiel im Retreat eine formelle rituelle Praxis, wie zum Beispiel die kurze Padmasambhava-Praxis macht. Das kannst du machen, selbst wenn du nicht besonders in der Stimmung dafür bist. Aber natürlich haben wir auch noch die Hoffnung, dass indem wir diese Praxis machen, unsere Stimmung sich auch verändern wird. Aber natürlich ist meine Stimmung auch eine Art Geschmack oder eine subtile Musterbildung meiner eigenen Erfahrung. In Dzogchen sitzen wir mit allem, was sich darbietet. Du kannst dich also in die Ausatmung entspannen und einfach da sitzen mit dem Gefühl, uninteressiert zu sein, gelangweilt zu sein, Urteile zu fällen, kritisch zu sein. Also, wie wir schon zuvor angeschaut haben, ist der mittlere Weg zwischen dem Verschmelzen mit dem, was erscheint, oder dem Versuch, es wegzudrängen. Öffne dich und gestatte, dass alles, was kommt, eben kommt. Wenn du eine Idee hast, was eine sogenannte gute Meditation wäre, dann gibt dir das sozusagen einen Bezugspunkt, mit dem du dann oder auf dessen Grundlage du dann beurteilen kannst, was vor sich geht. Uns geht es aber an, einfach mit dem zu sein, wie auch immer es ist. Dein Geist ist stumpf und schwer. Mein Geist ist stumpf und schwer. Wenn du da sozusagen einen Punkt setzt, dann kommst du zu einer Schlussfolgerung. Mein Geist ist stumpf und schwer für eine Weile. Wenn ich aber entspannt und offen bleibe, willkommen heißen bleibe gegenüber dieser stumpfen und schweren Stimmung, dann wird sie vorübergehen. Wie könnte es sich denn bei mir niederlassen, wenn ich ein einfaches, entspanntes, raumhaftes Willkommen heißen bin? Mein Geist gehört mir nicht. Dieses Mein, in dem Ausdruck Mein Geist, ist lediglich ein Verweis, ein Bezug auf den emergenten Fluss von Erfahrung. Wenn du in einen Park gehst und es kommen verschiedene Arten von Wolken, dann wäre wütend darüber zu werden, dass es nicht die richtigen Arten von Wolken sind, ein bisschen narrenhaft.
Du bist ja nicht der Eigentümer des Himmels. In der gleichen Weise bist du auch nicht der Besitzer deines Geistes. Der Geist ist ein Ort, ein Sitz des Aufkommens und Vergehens vieler, vieler verschiedener Arten von Erfahrungen. Wenn wir in Reaktivität gehen, dann investieren wir in all die positiven und negativen Ladungsgehälter dessen, was da aufkommt. Je mehr wir unserem Geist gestatten können, einfach so zu sein, wie er gerade ist, dann ist das eine sehr reine Form von Praxis. Wenn du glücklich bist, dann greifst du nicht nach der glücklichen Erfahrung. Wenn du traurig bist, dann versuchst du nicht, die Erfahrung der Traurigkeit wegzubringen. Der Geist ist wie Raum. Und diese Erfahrung kommt und geht. Wenn du dann mit anderen Leuten interagieren musst, dann kommt diese Wechselwirkung aus dem frischen Raum heraus und nicht aus irgendeiner vorgefassten Formierung. Du sprichst immer wieder von anderen Daseinsbereichen und so weiter. Ist es aber möglich, eine völlig säkuläre Haltung gegenüber Dzogchen einzunehmen? Nun, für gewöhnlich wird ein Gegensatz errichtet zwischen Säkulärem und dem Geheiligten. Das Dzogchen ist aber weder säkulär noch sakral. Aber die Funktion, andere Daseinsbereiche in Betracht zu ziehen, liegt darin, diesen engen Fokus unseres Geistes zu weiten. Ob wir jetzt uns mit Offenbarungsreligionen wie dem Judentum, dem Christentum und dem Islam befassen, in denen gedacht wird, dass Gott die Menschen als etwas Besonderes geschaffen hat, oder ob wir sozusagen mehr in Darwinschen Begriffen denken, der Darwinschen Evolution, in der Vorstellung, dass die menschlichen Wesen die entwickeltesten Wesen dieses Planeten sind. So oder so sind wir besonders. Ein Teil unserer Besonderheit ist unser Glaube an unsere Rationalität zu glauben. Also man könnte zum Beispiel sagen, nun, ich glaube einfach nicht, dass es diese anderen Bereiche gibt. Nun ja, danke dafür, dass du dein tiefgründiges Verständnis mit uns geteilt hast. Du glaubst nicht daran. Und ich glaube nicht an deine Meinung. Und jetzt können wir miteinander kämpfen, wessen Glaube der bessere ist. Und das ist eine sehr populäre menschliche Beschäftigung. Du glaubst die falschen Dinge, also musst du sterben. Im Dharma-Standpunkt betrachtet ist das ein bisschen Quatsch. Man liest in den Texten über die reinen Länder von Amitabha oder von Padmasambhava. Was ist die Bedeutung hiervon? Wir können uns etwas eben vorstellen. Und indem wir diese vorgestellte Form mit der Energie von Hingabe und Glauben investieren, kann diese Vorstellung beginnen, für uns wahr zu klingen. Und dann beginnen wir zu sehen, oh, Dinge scheinen scheinbar wahr oder wirklich und auch wichtig zu sein, wenn ich an sie glaube. In diesem Augenblick glauben manche Leute an die Bedeutung ihres Nationalstaats und sie haben die Bereitschaft, für diesen Staat, für diese Nation zu sterben. Diese Art von nationalistischer Identifizierung ist im Wesentlichen eine Investition in eine verdinglichte Illusion. Es ist die Idee des Landes, für die die Leute sterben. Oder die Idee einer Religion. Oder auch eine Wirtschaftspolitik. Leute werden in den Amazonas dafür erschossen, weil sie versuchen, den Regenwald zu beschützen.
Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die Augenblick für Augenblick erstehen. Wenn wir aber ein, zwei Merkmale für besonders wichtig halten, dann werden wir von der Idee angezogen, sie zu verteidigen. Das könnte man unreine Länder nennen. Mit anderen Worten, man könnte sagen, sie sind auch eine vorgestellte Form, aber eine Form, die in die Energie der fünf Geistesgifte investiert worden ist. Und in der buddhistischen Tradition heißt dies die unreine relative Wahrheit. Wenn wir diese fünf Geistesgifte aus den Formierungen der relativen Wahrheit herausreinigen, dann bekommen wir die reine relative Wahrheit. Dann werden wir uns dessen gewahr, dass es Muster von Enthüllungen gibt, die klar erfahrungsmäßig sind, erfahrbar sind und dennoch sozusagen jeder Greifbarkeit entbehren. Also die reinen Länder zu studieren und darum und zu beten, dass man in diesen reinen Ländern wiedergeboren wird, ist, wenn man so will, eine Möglichkeit, sich aus der Beschmutzung oder der Verunreinigung unserer Erfahrungswelt zu befreien. Diese reinen Länder können unvorstellbar erscheinen. Aber natürlich, wenn du die buddhistischen Lehren über die Leerheit studierst, dann stellst du fest, dass du selbst auch unvorstellbar oder unglaublich bist. Dein eigener Name, auf den du so schnell und so präzise reagierst, ist in der Tat einfach Benennung und Illusion. Ich glaube nicht, dass wir emotionale Reaktivität so wegbürsten können wie Hundescheiße von einem Schuh. Das durchdringt uns und deswegen müssen wir uns gestatten, unsere eigene Identifizierung freizusetzen, denn es ist das eigene Haften, was das Problem ist. Und die vielen verschiedenen Methoden, die verfügbar sind im Dharma dafür, werden wahrscheinlich schwer zugänglich sein, wenn du einen reinen säkulären Ansatz verfolgst. Dann haben wir eine Frage, die darum bittet, die fünf untersuchenden Fragen zu wiederholen. Also, hat dein Geist eine Form und eine Farbe? Hat es eine Größe, dass es irgendwie groß ist oder klein ist, draußen oder innen? Kommt dein Geist von irgendeinem Ort? War es so, dass du keinen Geist hattest und plötzlich doch einen hast? Und wenn dein Geist hier ist und du hast das Empfinden, dass dein Geist da ist, wo ist er denn? Beruht er auf irgendetwas? Und geht der Geist weg, verschwindet er, sodass du dann keinen Geist mehr hast? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Begriff Geist hier beides bedeutet. Einerseits den Raum der Enthüllung von Erfahrung. Und dann die Klarheit, die beleuchtet, was in diesem Raum der Enthüllung sich manifestiert. Es bezieht sich also nicht auf unser dualistisches Bewusstsein, das sozusagen das, was erscheint, organisiert, es in Fragmente aufspaltet und dann entsprechend sozusagen einteilen oder organisieren kann. Was wir das mein Bewusstsein nennen, das ist eine Bewegung der Musterbildung der Energie unseres Geistes. Zum Beispiel habe ich da meine Uhr neben mir auf dem Tisch. Von Zeit zu Zeit schaue ich auf die Fragen. Und ich muss sozusagen berechnen, wie viel Zeit ich jede Frage widmen kann. Das ist die Bewegung eines dualistischen Bewusstseins. Seine organisierende Funktion der Energie. Zum Beispiel, wenn du als Kind vielleicht zwischen den Bäumen spieltest und da war zwischen zwei Büschen ein enger Raum.
Du hast ein Empfinden dafür, ob sich da dein Körper noch durchquetschen kann oder nicht. Sodass die zwischen der Gestalt deines Körpers und der Form des Busches in einen Dialog treten, sodass du da sicherstellen kannst, nicht in eine Falle zu gehen. Das ist eben die Funktionsweise des Bewusstseins. Aber der Geist ist eben nicht das Bewusstsein. Man könnte sagen, Bewusstsein ist die subjektive Seite der Erfahrung, die sich enthüllt im Kontrast zu der objektiven Seite der Erfahrung. Und dieses Wechselspiel erzeugt unser Empfinden von der Welt, was unsere Welt ist und wie wir in dieser Welt partizipieren. Wenn wir uns in Meditation einlassen, dann wollen wir überhaupt nicht diesen Weg einschlagen. Und was nun diese fünf Fragen anbetrifft, so machen wir zuerst das Guru-Yoga des weißen A und dann entspannen wir uns sanft in diese Offenheit und darin erlauben wir diesen Fragen nacheinander sozusagen einfach in einer leichten Weise für uns da zu schweben, ohne dass wir versuchen, irgendwie mit eine forcierte Antwort zu bekommen, sondern einfach schauen, wenn diese Fragen schweben, was sie denn für uns enthüllen. Die Funktion dieser Fragen ist nicht, zu irgendeiner letztendlichen Schlussfolgerung zu gelangen oder zu einem objektiven Wissen zu gelangen, sondern sie gestatten einem sozusagen näher, intimer an die Art und Weise, wie unser Geist ist, dranzukommen. Nächste Frage ist, ich habe einen Lehrer, der ein westlicher Schüler eines tibetischen Lamas ist. Er ist autorisiert zu lehren, aber nicht Ermächtigung zu geben oder tantrische Lehren zu geben. Kann ich von ihm als meinem Guru denken oder bloß als meinem Lehrer? Er sagt, ich sollte seinen Guru als meinen Guru sehen. Aber ich habe diesen Guru nicht getroffen. Nun, hier sind wirklich viele Konzepte im Spiel. Und es hängt davon von der Traditionslinie ab, wie man über diese Angelegenheiten denken kann. Im Standpunkt der Hingabe aus kann alles dein Guru sein. Wenn aber dein Lehrer dir sagt, er kann dein Guru nicht sein, sondern du musst seinen Guru als deinen Guru haben, dann sollte man dem wahrscheinlich folgen. Wenn du einen Freund hast und der sagt zu dir, oh, du kannst nicht mit mir schlafen, aber du kannst mit meinem Vater schlafen. Das könnte nicht unbedingt eine Quelle großer Freude sein. Diese Art von Fragen hängen so stark von konzeptuellen Definitionen und Mustern. Das Leben ist sehr kurz. Also sollten wir zum Herzen der Praxis vordringen. Und wenn aber aufgrund der konzeptuellen Struktur der Praxis Hindernisse entstehen, dann gibt es die Möglichkeit, entweder die konzeptuellen Strukturen hinter sich zu lassen oder aber in diese Hindernisse hineinzugehen mit dem Ziel, sie mit den Mitteln, die du hast, aufbrechen, öffnen zu können. Das ist eine andere Frage. Ich bin ein beginnender Psychotherapeut. Gibt es denn in der Psychotherapie Techniken, deren Grundlage in den Dzogchen-Lehren liegt? Und kann das dem Patienten helfen? Die Hauptsache, die Dzogchen bewirken kann, ist, dass du dich nicht so sehr auf Ideen stützt. Die Ausbildung in Psychotherapie ist sehr seltsam. Du musst im Allgemeinen sehr viele Bücher lesen. Und dann, wenn du mit dem Klienten oder Patienten in ein Zimmer gehst, musst du das, was du gelesen hast, vergessen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Automechaniker ihre Ausbildung empfangen. Sie lernen, dass der Motor eines bestimmten Modells von Mercedes-Benz anders ist als der Motor eines bestimmten Fords.
Wenn du aber mit anderen zusammenkommst, ganz gleich, ob das in einem Klassenzimmer ist oder in einer Gruppe, deren Manager du bist oder eben auch in der Psychotherapie, musst du wissen, dass die anderen Menschen Stimmung haben, die sich verändern. Das ist ein Teil von ihnen. Daher sollten wir uns aus den vorgefassten Konzepten entspannen, soweit es geht, in eine offene Bewusstheit hineingehen und diese dann in einen mitfühlenden Kontakt mit dem Klienten oder Patienten bringen. Sind wir in der Lage, den Patienten zu ermutigen, bewusst zu werden, dass die Probleme, die sie so aufbringen, keine Grundlage haben, dass sie leer sind. Nun, die Annahmen, die von denen Psychotherapie ausgeht, sind sehr anders als das Glaubenssystem von Dzogchen. Die Menschen in Tibet hatten oft kein so elaboriertes Sozialleben, das viele Anforderungen an sie stellen würde, sowohl was also Anforderungen an menschlichen Umgang als auch zeitliche Anforderungen. Wir kommen zum Dharma, weil wir ein Problem haben und allmählich kriegen wir mit, was der Buddha lehrte und wir kommen zu einem gewissen Verständnis dessen, was da gelehrt wurde und können da ein Stück weit mitgehen. Aber allgemein gesprochen, in einem psychotherapeutischen Setting bittet der Patient nicht darum, dass man ihm ein tieferes Verstehen der illusorischen Natur der Phänomene ermöglicht. Es könnte dein Interesse sein oder deine Idee, aber man muss doch darüber nachdenken, ob es ethisch wäre, das jemandem anzubieten, der weder Interesse noch ein tieferes Verständnis dafür hat. Wäre es eine Möglichkeit, den Begriff fühlende Wesen zu interpretieren im Sinne des psychotherapeutischen Selbstzustandes oder Selbstzustände? Wir haben Milliarden von Selbstzuständen, die in der Wechselwirkung mit Milliarden von anderen Leuten und deren Ursachen erstehen. Und ist das eine Möglichkeit, zu verstehen, obgleich es letztendlich keine fühlenden Wesen gibt? Mein eigener Lehrer, C.R. Lama, sagte oft, mach nicht so einen Kuddelmuddel-Ansatz, dies und jenes auszuwählen, wenn du mit dem Dharma umgehst. Und oft pflegte er auch zu sagen, viele Male zu sagen, und vor allem, vermische nicht deine Nahrung mit Scheiße. Und deine Nahrung bedeutet den Dharma und deine Scheiße bedeutet deine Gedanken. Du kannst natürlich viele Konzepte über Selbstzustände und Familien von Zuständen haben, aber persönlich gefragt würde ich es völlig getrennt von Dharma-Verständnis halten. Psychologie basiert auf einer konzeptuellen Identifizierung und Dharma tut es nicht. Dann haben wir noch andere Fragen. Die nächste betrifft die Praxis von Padmasambhava. Was ist der Unterschied zwischen einem äußeren Mantra und einem inneren Mantra? In Bezug auf ihre Bedeutung, ihren Gebrauch und auch die Effekte, die sie bringen. Der Wert von Mantras liegt in ihrer Rezitation mit einer einsgerichteten Beachtung und mit Hingabe. Deinen Worten, deine Frage wird durch deine eigene Praxis beantwortet. Das Denken über den Dharma in einer Art und Weise, die intellektualisierend ist, kann ein großes Hindernis auf dem Weg sein. Sollen Mantras laut oder unter dem sozusagen Atem leise gesprochen werden? Wenn du mit Leuten zusammen bist, die dieselbe Praxis haben und dieselben Einweihungen haben, dann kannst du oder solltest du sie laut sagen.
Der Klang des Mantra ist auch wichtig. Wenn aber Leute um dich herum sind, dann kannst du es auch unter deinem Atem sagen. So dass es, dass kein Klang rauskommt, aber es doch genügend Bewegung in deinem Stimmapparat gibt, um dich daran zu erinnern, was du sagst. Es gibt Mantras, die nur still rezitiert werden. Aber das ist nicht bezogen auf Padmasambhavas Mantra. Dann die Frage, wenn das Mantra in das Herz herabsteigt und von sich aus schneller, sich schneller wiederholt, als die Stimme das mitmachen kann oder der Geist überhaupt das mitmachen kann, soll man das gestatten oder soll man es anhalten? Das ist eine interessante Art von Frage. Die Person, die diese Frage geschickt hat, hat am Anfang der E-Mail klargemacht, dass sie ein Anfänger oder eine Anfängerin ist. Das heißt, sie möchten sicherstellen, dass sie die Dinge in der richtigen Art und Weise tun. Aber von einem äußeren Standpunkt aus betrachtet, solltest du einfach mit der Beschreibung der Praxis bleiben und dich darauf fokussieren. Aber vom Sogchen-Standpunkt aus bleibe mit der Erfahrung, wie sie kommt. Verschmelze nicht mit ihr und versuche sie aber auch nicht zu ändern. Nun, wie es mit jeder spirituellen Praxis zutrifft, wenn du von einer gewissen mentalen Instabilität bist, dann musst du sorgfältig sein, denn Mantras sind sehr mächtig. Wenn du dann findest, dass du in das Mantra immer mehr hineingezogen wirst und es schneller und schneller rezitierst und dass es sozusagen in dir immer schneller und schneller sich dreht, dann ist es nicht so gut. Das ist für gewöhnlich das Zeichen, dass das Prana, also die Energie des Atems, die unsere grundlegende Lebensenergie, in Aufruhr ist. Also, um es wieder zu sagen, immer der mittlere Weg, nicht zu angespannt, nicht zu locker. Da heißt es, im nächsten Frage, man betritt das Mandala vom Osten her, geht das dann durch den Westen oder über den Norden oder Süden und wann verlässt man das Mandala? Der Osten repräsentiert die aufsteigende Sonne, die den Sonnenaufgang, das Licht, das in die Welt kommt. Das Mandala ist ein symbolischer Weg, Erscheinung und Leerheit Beachtung zu zollen. Statt also die Topologie des Mandalas zu versuchen, herauszuarbeiten, ist es besser in diesem Gefühl des Umgebenseins von dem unendlichen Kreis zu verweilen, in dem sich alle Buddhas mit dir zusammen sind. Wie treten wir aus dem Mandala aus? Nun, hoffentlich verlässt du niemals das Mandala. Es ist ein sehr schöner Ort, es ist besser, dort das Leben zu verbringen, innen drin. Denn in der Praxis heißt es, was immer du siehst, ist die Form des Guru, was immer du hörst, ist der Klang des Mantras und was immer du an Gedanken und Gefühlen hast, ist Padmasambhava. Wenn du dich zu dem Mandala geöffnet hast, dann bringe doch deine ganze Welt in das Mandala hinein, denn ansonsten, wenn du dann immer in das Mandala eintrittst und dann wieder raus, wieder rein, wieder raus, dann wird das nichts anderes als eine andere dualistische Formierung. Muss denn die Schädelschale von einem Menschen sein oder wird irgendein tierischer Schädel es auch machen? Die Schädelschale ist ein Symbol für Leerheit. In Indien früherer Zeiten gab es viele Yogis, die eine Schädelschale als ihre Bettelschale benutzten. Manche von ihnen haben Jahre an Bestattungsstätten verbracht, wo es einen guten Nachschub an Leichen gab. Wenn du in Nepal in einen Kali-Tempel gehst, dann siehst du sie dort dargestellt mit dieser Kette von 50 Schädeln um ihren Hals.
Aber in Europa denken wir, es ist sehr aufregend, eine schwarze Madonna zu finden. Wenn die Jungfrau Maria mit 50 Schädeln um ihren Hals dargestellt würde, wäre das eine ziemlich andere Art von Kirche. Du musst also die Symbolik verstehen. Die Kette von 50 Schädelschalen sind die 50 Konsonanten und Vokale des Sanskrit-Alphabets. Und das bedeutet, dass die Klänge, die wir produzieren, wenn wir sprechen, in was auch immer für eine Sprache wir sprechen, nicht verschieden sind von Leerheit. Wenn wir eine Glaskugel haben, wo das Licht durchstrahlt, dann ist es wahrscheinlich genauso nützlich für den Symbolismus. Was macht man mit den materiellen Opfergaben, die man nicht verbraucht? Wenn du alleine praktizierst, kannst du irgendwas zu trinken und einen Keks hinstellen. Das ist genug. Traditionell wird Alkohol angeboten. Alkohol ist nützlich, weil er enthemmend wirkt. Und wenn du sehr in deinen Gedanken verfangen bist, dann kann Alkohol nützlich sein, um dich mehr verfügbar zu machen. Aber auch hier wiederum sind diese Dinge im Großen und Ganzen symbolisch. Und allmählich kannst du etwas über diesen Symbolismus lernen und sehen, wie er sich auf dich anwenden lässt. Du musst nicht eine Menge anbieten. Wir bieten an, damit dass die Nahrung ein Ort des Segens wird, und dann essen und trinken wir es, damit wir diesen Segen internalisieren können. Das ist gar nicht so verschieden von der Eucharistie im christlichen Gottesdienst. Dann nächste Frage ist, wenn man jetzt eine Gottheit mit einem Vajra vor dem Herzen und einer Schädelschale visualisiert, sollte man, bevor man mit dir verschmilzt, selbst einen Vajra und eine Schädelschale halten oder irgendwelche Substitute? Manchmal schon, aber in dieser spezifischen Praxis nein. Was können wir praktisch machen, um die Bewusstheit ihrer selbst aus sich selbst zu unterscheiden von einer verdinglichten Bewusstheit des Selbst? Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe, sorry. Wir haben hier Übersetzer, und jeder Übersetzer kann in seiner Sprache sicherlich, gibt es verschiedene Mittel oder Möglichkeiten, den Unterschied zwischen Bewusstsein und Bewusstheit zu unterscheiden. Wir müssen hier eine große Sorgfalt an den Tag legen, was wir mit diesen Begriffen meinen. Wenn ich das Wort Bewusstheit verwende in diesem Kontext, dann ist es das englische Äquivalent des tibetischen Worts Rigpa oder des Sanskrit-Begriffs Vidya. Vidya bedeutet Wissen. Viele Schulen in Indien haben Vidya als Partikel in ihrem Namen. Aber im Dzogchen bedeutet es nicht wirklich Wissen. Obgleich manche Lehrer es immer als Wissen übersetzen. Aber Wissen ist etwas, was ich weiß. Aber Bewusstheit ist nicht etwas, was ich tue. In meinem Gebrauch von Englisch ist Bewusstheit die Beleuchtung der Musterbildung, der Erfahrung, in der ich mich auf mich als ich beziehe. Ich bin mir zum Beispiel bewusst, dass ich einen Unterschied zwischen Bewusstsein und Bewusstheit treffe. Aber ich würde nicht sagen, und hier versagt die deutsche Sprache beinahe, dass ich mir bewusst bin, dass ich zwischen Bewusstsein und Bewusstheit unterscheide, es sei denn, ich würde die englische Sprache als in einem sehr vereinfachten Sinne benutzen. Im Wesentlichen ist es so, dass man über Bewusstsein denken und reden kann, und über Bewusstheit nein. Bewusstheit ist kein Objekt für das Wissen. Das Bewusstsein aber ist ein Objekt für das Wissen.
Bewusstheit ist selbstbeleuchtend. Das ist sozusagen das natürliche Licht des Geistes, das sich enthüllt, wenn du dich da hinein entspannst. Was uns gegenüber diese Bewusstheit blind macht oder es für uns schwierig macht, sie zu sehen, ist unsere Hingabe und unser dualistisches Verständnis. Also die Frage ist, Bewusstheit aus sich selbst heraus, über sich selbst versus Bewusstsein, Bewusstheit aufgrund eines verdinglichten Selbst. In der Art und Weise, wie ich diese Begriffe verwende oder Sprache verwende, gibt es das nicht, eine Bewusstheit, die auf dem verdinglichten Selbst basiert. Du hast nicht Bewusstheit, obwohl du innerhalb der Bewusstheit erwachen und dich selbst finden kannst. Das Bewusstsein braucht ein Objekt und die Bewusstheit hat kein Objekt. Was ich aber nur tun kann, ist mein eigenes Verständnis mit euch zu teilen. Das Verständnis wurde natürlich in vielen Begegnungen mit meinem Guru verfeinert. Und es ist mir sehr wohl bewusst, dass verschiedene Linien und verschiedene Lehrer diese Begriffe auf unterschiedliche Weise benutzen. Weder Bewusstsein noch Bewusstheit ist ein Ding. Bewusstsein ist das Licht, das die Musterbildung der Erfahrung beleuchtet. Und das Bewusstsein beleuchtet diese Dinge in dem Sinne, dass da ein subjektives Wissen darum vorhanden ist. Hingegen, Bewusstheit ist nicht subjektiv. Mit anderen Worten, sie ist nicht etwas, was jemals berührt oder modifiziert würde durch die Dualität von Subjekt und Objekt. Also versuche ich in allen meinen schriftlichen und mündlichen Unterweisungen diese Begriffe klar getrennt zu halten. Bewusstsein befasst sich mit dem Wissen von etwas. Es ist mir bewusst, dass die Zeit für heute fast zu Ende gegangen ist. Ich schaue meine Uhr an und sehe, wie die Zeiger sich bewegen und kann ausrechnen, dass jetzt etwa 2 Minuten übrig geblieben sind. Ich bin mir bewusst, dass sich die Zeiger der Uhr bewegen und das verweist auf die dualistische Natur der Zeit. Im normalen, gewöhnlichen Englisch könnte ich den Begriff Awareness, Bewusstheit in der gleichen Weise wie Bewusstsein verwenden. Als der Buddhismus nach Tibet kam, war dort die Sprache nicht besonders gut entwickelt. Ganz sicher in Bezug auf Philosophie im Allgemeinen und buddhistische Philosophie im Besonderen hatten sie kein so elaboriertes interpretatives Schema. Als also die ersten Übersetzungen angefertigt wurden, ergab sich ganz klar die Möglichkeit, frisch die technischen Begriffe zu definieren. Und weil diese Arbeit auch von dem König und von wichtigen Lamas unterstützt und getragen wurde, erlaubte das, dass es dort eine Art von oben nach unten sickernde Transmission, Übertragung gab, an die sich die Leute einfach anpassen mussten. Wir befinden uns in einer völlig anderen Situation. Lehrer kommen aus dem Osten, Westler gehen in den Osten und lernen dies und das. Und allmählich bildet sich eine Übersetzungskultur mit Begriffen, die allmählich ihre Definition finden und dann auch eine Verfeinerung stattfinden lassen. Also ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es eine viel größere Diversität im Gebrauch verschiedener technischer, also insbesondere technischer Begriffe geben wird. Das könnte natürlich die Ursache vieler Kopfschmerzen sein. Aber du kannst es auch auffassen als eine Stütze für Achtsamkeit. Wenn du anfängst, deine Übersetzung zu lesen, versuche das zu beachten, wie die Sprache dort gebraucht wird.
Manche von uns haben das Herzsutra viele Male angeschaut. Und in diesen vier Zeilen des Lobes von Prajnaparamita, da heißt es eben, dass dort die Weisheit der Leerheit jenseits von Sprache, Gedanke und Ausdruck ist. Wittgenstein sagte, wenn das, was du sagen willst, jenseits von Sprache ist, dann halt die Klappe. Allgemein gesprochen sollten wir diese Dinge nicht studieren und diskutieren in einer Art und Weise, wie es in einem Debattierclub wäre, sondern wir sollten sie studieren und praktizieren und gucken, was da an Erfahrung entsteht. Das bringt uns jetzt an das Ende. Wenn noch mehr Fragen vorhanden sind, bitte sendet sie ein und wir werden uns mit Ihnen befassen an irgendeinem zukünftigen Datum. Und bald werden wir anfangen, uns das Butterlampengebet anzuschauen und auch die Erklärung dazu. Und das ist ein interessanter Text, weil er durch die verschiedenen Stadien und Stufen des tantrischen Weges und des Sokchen-Weges hindurchgeht. Good evening, thank you. Und vielen Dank an alle unsere Übersetzer und an Pedro und all die Leute, die es möglich gemacht haben, dass das alles gut läuft. Und ich habe bemerkt, dass heute Abend mehr Menschen aus der Türkei oder türkische Menschen anwesend sind. Das ist sehr schön. Okay, bye for now. Okay, bye bye. Obrigado, James. Obrigado a todos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.